Morgen, am achten Tag meiner Radreise. Ich habe es gerade noch geschafft, vorhin im Trockenen meinen ganzen Krempel zusammenzupacken. Als ich um 5:30 wach wurde und es fing an zu tröpfeln, habe ich gedacht, jetzt schläfst du sowieso nicht mehr. Schnell zusammenpacken. Ja, jetzt geht's auf zur Lutherstadt Wittenberg. Es ist jetzt 7:45 und mal sehen, vielleicht finde ich irgendwo eine Möglichkeit, was zu frühstücken. Und ich glaube, das ist das Rathaus hier. Die Uhr schlägt 8. Das ist jetzt hier die Tiergartenbrücke. Blick zurück. Also die haben hier in Dessau auch ganz schöne so parkähnliche Grünanlagen, Naherholungsgebiete. Bin schon durch einiges da durchgekommen. Aber ich habe noch nichts im Bauch und tierisch Kohldampf. So, ich habe da gerade ein schönes Frühstück bekommen und habe mir auch gleichzeitig ein Zimmer klar gemacht für die nächste Nacht. Denn in der nächsten Nacht soll es richtig Regen geben. So, hier Berg und Tal. Durch die Wiesen. Irgendwo im Nirgendwo. Teich. Wieder mit irgendeiner Skulptur da mit drin. Da möchte ich nicht Fenster putzen. Orangerie. Auf der Elbfähre bei Coswig. Wieder mit Strömungskraft voran. So, das ist Coswig und nach Wittenberg 18 Kilometer. Ganz schön dreckig geworden. Daran ist Dessau schuld. Und egal in welche schöne Stadt man auch kommt, man fährt erstmal 5 Kilometer durch Gewerbe oder durch Industriegebiet. Hier an riesen Chemiefabriken vorbei. Agrochemiepark. So empfängt eigentlich die Stadt jetzt. Schon ganz nett hier. Vor mir liegt die Schlosskirche zu Wittenberg. Thank you.
Lukas Wirkungsstätte, die Stadtkirche zu Wittenberg. Ich verlasse Lutherstadt Wittenberg und mache mich auf den Weg nach Kleindröben. Es gehört zu Jessen. Und in Kleindröben habe ich ein Zimmer in einer Pension. Da kann mir das Wetter gerade egal sein. Jetzt ist es auch relativ frisch. Irgendwie die Jacke wieder angezogen. Ich weiß auch gar nicht, wie weit das ist. Ich schätze mal so 20 Kilometer. Ich lass mich überraschen, was dabei am Ende rauskommt. Und hier führt der Elberadweg direkt an dieser schönen Windmühle vorbei. So, der Tag ist noch lang. Ich komme hier an so einem Café vorbei. Da setze ich mich jetzt rein. So, jetzt habe ich eine leckere Torte gegessen und Latte Macchiato getrunken. Oh. Und ich fühle mich dermaßen ausgepowert, weiß auch nicht. Das ist schon wieder so eine Straße. 2 Kilometer lang, nur geradeaus. Der fetteste Gegenwind und das Ganze jetzt kurz vorm Ziel. Das ist so oft, dass man fast da ist. Man denkt, jetzt kann man noch nach Hause kullern und dann geht das los mit Steigungen durch den Wald, über die fiesesten Schotterwege oder den gemeinsten Gegenwind. So einen Gegenwind habe ich die ganze Tour noch nicht gehabt, seit einer Woche nicht. Was soll das denn? Selbst der Mais hält dem nicht mehr stand. Oh, und dann tut der Hintern noch so weh. Ich muss mal ein bisschen schimpfen. Da kann man noch so viel Torte fressen, das hilft alles nichts. Ich komme mir vor wie auf dem Nordseeküstenradweg. Was ist denn hier los? Der Konsumklöden. Die letzte Nahrungsaufnahmestation vor meinem Nachtquartier. So, auf dem Weg nach Kleindröben. Ich glaube, hier bin ich wirklich im Nichts. Süßes Kirchlein. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Hier ist es. Ich glaube, hier ist Nummer 10. Oh, da sieht der Schiff aus. Hallo. Wollen Sie zu mir? Ich wollte zum Storchennest. Ja, da sind doch nicht. Ja, nicht erschrecken. Nein, nein. Dann komm mit. Ich habe jetzt eine ganze Ferienwohnung mit Küche, Schlafzimmer, in der Salon, der Balkon. So, ich will doch nochmal so ein paar Worte sagen zum Abschluss des Tages. Ein Tag, der so nass und wenig verheißungsvoll anfing und dann immer besser wurde. Ich hatte großes Glück mit dem Wetter letztendlich. Ja, Wittenberg, ein weiterer Höhepunkt auf dieser Reise. Nehmt euch Zeit für die Stadt, das lohnt sich einfach sehr. Wie ja so einige historische, tolle Städte hier auf der Reise zu besichtigen sind. Das ist einfach das Tolle am Elberadweg. Ja, ich bin auch glücklich, dass ich jetzt hier am Ende des Tages dieses tolle Quartier habe, das ich heute Morgen klar machen konnte. Hier das Storchennest in Kleindröben. Also ganz toll. Muss mir keine Gedanken machen um Regen, Wetter oder sonst irgendwas. Und morgen wird es dann weitergehen nach Torgau. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und darüber hinaus, ja, das weiß ich noch nicht. Das wird sich ergeben. Da gucke ich jetzt mal gleich, wo das hingehen könnte. Auch so, wie das Wetter wird, ob ich wieder auf den Zeltplatz gehe oder mir wieder ein Quartier suche. Das wird sich dann zeigen. Ja, also ich sage von hier aus Tschüss und lasse den Tag jetzt hier noch in Ruhe ausklingen. Und bis zum nächsten Mal, möglicherweise morgen. Ciao.